Er hier. So, you are here. Oh, scheiße, 30 Kilo. Ich bin drin, Bro. That is lo que yo quiero. Ich sag mal so, alles, was ihr hier gerade seht, ja, inklusive seinem fetten Arsch, die werden bald alle für mich arbeiten. Liefere 4x50 Gramm Kokainpakete bis Donnerstags an La Balena. 40x50 Gramm Kokainpakete. Ja, easy, Bro. Alter, ich kann für $13.466 bestellen. Ah, okay, ich hab gedacht, ich kann das hier schon einteilen, aber geht nicht. Gut, dann machen wir 200 Gramm. Wir sind an Kokain interessiert. Der Boss hat ein wenig übertrieben. Insgesamt 30 Kilogramm wollte der. Lass uns mit einer Proof von 200 Gramm in 50 Paketen, 50 Gramm Paketen beginnen. Und dann sehen wir, wie du zurechtkommst. Wir erwarten gute Qualität und zahlen $39 pro Gramm. Bereit? Die zahlen $39 pro Gramm? Ja gut, komm, $14 pro Gramm Gewinn. Wenn ich es gut strecke, mache ich $16-17 Gewinn pro Gramm. Was geht? Habt ihr ein Geld aus dem... Oh, shit. Du hast Ecstasy. 15 Gramm kann ich liefern. 11 Gramm Speed kann ich liefern. 5 Gramm Meth kann ich liefern. Kein Problem. Dann holen wir auch direkt die Kohle ab. Was will er jetzt? Genau, ja, genau, das hatten wir gehabt. Da müssen wir gleich drauf eingehen. Bei ihm sagen wir erstmal als gelesen markieren. Okay. Okay. Ja, jetzt geht's los, Leute. Das Spiel ist richtig nice. Macht übel Bock. 200 Gramm, Alter. Also wenn du 200 Gramm Koks nimmst, kannst du 20 Gramm strecken. 10 Gramm, 12 Gramm, 14 Gramm. Und jetzt nochmal 6 Gramm obendrauf. So, dann sind wir bei 220 Gramm. Mix anwenden. So, und das nennen wir jetzt Coco Loco Grande. Coco Loco Grande heißt das jetzt, okay? Das sind über 90% Reinheit, das ist Bombe. Okay, wir werden sehen. Aber was haben wir denn noch für Bestellungen hier? Guck mal her. 15 Gramm. Bambinos. Amphetamine. Nehmen wir alles mit. Heroin kriegen wir alles mit. 11 Gramm Amphetamine. Noch 4x50 Gramm. Ja, wir haben das Paket. Gute Arbeit. Komm jetzt und hol dir deine Knete ab. Nimm keine Tasche mit. Du kriegst von uns einen Koffer. Nice one. Erstmal speichern. Und Verkäufer skillen wir nochmal. Dann können wir nämlich direkt gleich upgraden. Oh, meine Junkies lasse ich natürlich auch nicht im Regen stehen. Die kriegen immer noch ihre paar Pillen hier. Und den ganzen Rotz. Wo ist der Gulli? Wo ist der Gulli? Da. So, durch den Gulli gehen wir durch. Bam. Nice. So, und dann haben wir direkt wieder eine fette Mission. Nehmen wir das Geld von der Gang entgegen. So, wir müssen aber hier... Ach, scheiße, wir müssen wieder rüber. Ja, ist ja easy. Kein Problem. Kein Problem. Da können wir uns ja auch durchsuchen lassen, weil wir haben ja nur Geld auf Tasche. Ja, ich denke mal, das wird am Ende unsere Hütte werden, wa? Dein Geld ist im Koffer. Okay. Dankeschön. $7.800.
Hock. Jetzt sagen wir dem Eddie, jo, Kollege, Geld fürs Kartell liefern. Wie viel kriegt er jetzt von uns? 6.534. Stark. Jetzt nehmen wir das ganze Geld. 10.000. Boah, fast 11.000. Fast 11.000 Kröten. Vor allen Dingen, wir haben jetzt diesen Koffer, ne? Und der Koffer, da können wir richtig viel Stuff reinmachen. Alter, wir können den Koffer jetzt nutzen, um damit Drogen zu schmuggeln. Weil der Koffer ja viel mehr beinhaltet. Guck mal. 150, 125 ist der Rucksack. Und der Koffer hat 300, 400. Nice, wir haben 11.000. Wow. Jetzt machen wir Folgendes. Wir sagen noch unserem komischen Garrett, sagen wir Bescheid und sagen dem, um ein Meeting bitten, weil der wäscht nämlich die Kohle jetzt für uns. So, Eddie trifft sich mit Garrett. Okay, erst gehen wir zu Eddie und dann gehen wir zu Garrett und dem geben wir dann das Geld und der wäscht das dann für uns, auch mit einem schlechten Kurs, scheißegal. Aber dann haben wir nämlich wieder Geld auf unserem Konto und dann können wir uns neue Sachen holen. Das ist sehr, sehr gut. Was wir jetzt gleich mal machen könnten, wäre vielleicht unseren Ruf ein bisschen aufpimpen. Was haltet ihr davon, Chat? Dass wir ein bisschen an unserer Rufschraube drehen. Und wir kriegen 62 IP dafür, ey. Als ob ich ihm nicht gerade einfach den größten Betrag gegeben habe, den ich je abgegeben habe. Null. Was soll das denn? Das Problem ist, ich muss das Geld auf mein Konto bekommen. Wenn ich das Geld nicht auf mein Konto bekomme, dann kann ich damit nichts kaufen. Wir waschen jetzt einmal die Kohle bei ihm. Hast du das Geld? Warte mal. Wir geben ihm alles. Okay? Ja, hier ist es. All. Kompletten 4.563 Dollar. Das ist halt übel krass. Weil davon 2.000 weg sind. 2.000 sind einfach komplett weg. Aber wir haben 2.500. Damit können wir uns eine neue Bude kaufen. Wir können uns einen Tisch kaufen. Wir können voll viele Sachen machen. Und die sind gewaschen und wir haben keinen Stress. Okay, wir machen es jetzt einmal so. Er ist jetzt weg und zahlt es jetzt alles ein. Das dauert ja, glaube ich, ein paar Tage, ne? Bis das verfügbar ist, richtig? Kontostand prüfen. Oh, nice. Ist sofort drauf. 2.700 Dollar. Das ist mehr als genug gerade. Das ist mehr als genug. Look at this shit. Wir gehen jetzt nach oben. Und dann gucken wir mal, was es noch für Buden gibt. Weil wir müssen auf jeden Fall gucken, dass wir auf der anderen Seite nochmal eine Bude bekommen. Also, wie ist unser Ruf? East Old Town, richtig am Arsch. West Old Town, na, geht so. Also, der Ruf ist überall richtig kacke, außer am Marktplatz, weil wir da eine Bude haben. Kann man sich gönnen. Ja, komm, wir gönnen uns das jetzt. Versteck mieten. Okay. Wir brauchen jetzt einen Tisch und einen Laptop. Das ist fucking wichtig. Und wir haben noch, nur noch, 800 Dollar auf unserem Konto. So, dann haben wir hier Kokain 10, 5, 18, 20 und 1, 2, 3, 4, 5. So, perfekt. Dann haben wir unsere 24 Gramm Meth. Dann haben wir hier noch einen Dealer, da hole ich glaube ich Kohle ab. Bei dem hier. Oh, der gibt mir, glaube ich, auch wieder wie viel. Nee, ach nee, genau, dem muss ich was geben. Ich habe irgendeinen, dem habe ich doch die 2 oder die 34 Gramm Kokain gegeben. Der müsste mir auch richtig viel Geld bringen. So, 10, 5, 18. Ja, stimmt. Ich könnte rein theoretisch den Leuten sagen, sorry, ich verkaufe keinen Meth mehr und keinen den ganzen Scheiß nicht mehr, sondern ich verkaufe wirklich nur noch Koks zum Beispiel, ne? Wenn ich nur Koks verkaufe, dann ist es eigentlich relativ easy. Also. Oh, 5x50 Gramm Kokain. Wir müssen eine neue Bestellung aufgeben. $300 Kokain. Ich muss mich mal ganz kurz eben konzentrieren, weil ich kacke sonst hier gerade richtig ab. So, 3 Gramm Ecstasy. 1, 2.
2. Ey, für so einen Pille-Palle-Scheiß. Wisst ihr, was ich meine? Das ist halt nichts. So, nichtsdestotrotz müssen wir jetzt eine Sache machen. Und die ist ein bisschen schwierig, um ehrlich zu sein. Ich drop jetzt mal meinen Rucksack in meine Tasche. Dann baller ich hier meine Dingens rein. Dann drop ich wieder den Rucksack. Baller meine 11 Flaschen da rein. Droppt jetzt das wieder. Dann nehme ich wieder den Rucksack. Pack hier so viel rein, wie ich kann. Geht nichts mehr. Das heißt, ich stelle den Rucksack da hin. Dann nehme ich mir den Rucksack raus. Nehme mir da so viel rein, wie ich kann. Drop den Rucksack. Nehme den Koffer. Pack die restlichen Sprühdosen da rein. Pack das restliche Geld in meinen Schrank. Und dann ist mein Koffer wieder leer. Und hier sind nur noch Spraydosen drin. Ich nehme eine Spraydose oder auch gerne zwei Spraydosen mit. Ich wurde noch nicht einmal von der Polizei geraided. Noch nicht ein einziges Mal. Junge, Junge, Junge. Stoff hinzufügen. 20 Gramm Ibuprofen. Mix anwenden. Coco Loco Grande 2. Wir machen jetzt erstmal die 5x50 Gramm Kokain-Dingens fertig. Ja? Wir haben gleich so viel Koks, ne? Das Ding ist halt, die wollen immer mehr haben. Die wollen immer mehr haben. Du kommst irgendwann gar nicht mehr hinterher. Und einmal 10 Gramm. So. Nochmal 50 Gramm. Ich sag's, ist es. Das hier. 50. 1, 2, 3, 4, 5. Das müssen wir abgeben. Der Rest ist alles unser. Der Rest ist alles unser. Und das müssen wir auf der anderen Seite abgeben, Chat. Das müssen wir auf der anderen Seite abgeben. Jetzt wird's spannend.